Geil, ey. Und jetzt sind gerade unsere Isomatten weggeflogen. Jimmy. Hi. Es hat gerade ein Auto vorm Gebäude angehalten. Polizei. Guten Tag. Ja. Moin Leute, grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Einige von euch werden das Gebäude hier hinter mir wahrscheinlich kennen. Ich war schon ein, zweimal hier und ich wollte schon immer mal da oben auf dem Dach ein Overnight machen. Und das werde ich heute tun. Das wird ein epischer Abend. Der Dan ist mit dabei. Let's go. So, die dicken Säcke sind dabei. Und damit meine ich nicht die in unserer Hose. Wir werden jetzt erstmal ganz entspannt da oben aufs Dach gehen, es uns gemütlich machen und den Sonnenuntergang genießen. Sobald die Sonne weg ist, wird es dann auch ein bisschen frisch. Ist halt noch kein Sommer, ne? Und gegen 19:30 Uhr, also so knapp in einer Stunde, soll es auch noch mal ein bisschen regnen. Bin aber auch echt noch am Überlegen, ob wir überhaupt hier oben pennen, wenn es so frisch ist und windig. Ist eigentlich echt eher so ein Sommerspot hier. So Leute, ihr hört es wahrscheinlich. Der Wind zieht ordentlich auf. Wir wollten uns eigentlich gerade da vorne einen Tarp aufspannen, aber der Wind macht es unmöglich. Und jetzt sind gerade unsere Isomatten weggeflogen. Denn seine konnte ich noch retten. Meine ist komplett vom Dach geflogen. Die sehe ich nie wieder. Erstmal schnell die Sachen ins Trockene bringen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich meine Isomatte wiederfinde. Oh mein Gott, Erstmal irgendwie einen Overnight-Spot hier im Haus suchen. Also wieder nichts mit meinem Overnight hier auf dem Dach. Zum Scheitern verurteilt dieses Gebäude, ey. Scheiße. Ja, Leute, und ich komme hier raus auf den Hof. Und was liegt hier? Direkt auf dem Hof. Meine Isomatte. Ja, Mann. Geil, geil. Es ist schon wieder der absolute Fail-Day. Also man muss dazu sagen, wir wollten uns einen Bunker angucken. Da sind wir erstmal über eine Stunde durch den Wald geklettert, haben nach dem Eingang gesucht. Dieses Video, was ich da gedreht habe, werdet ihr in meinem Kanalmitgliederbereich sehen. Also wenn ihr Bock habt, mich noch ein bisschen mehr zu supporten und Bonusmaterial zu sehen und auch komplette Uncut-Videos, findet ihr alles im Bereich der Kanalmitgliedschaft. Ja, und jetzt hier dieser Fail. Komplett der Sturm auf einmal. Unser Tarp fast weggeflogen, meine Isomatte weggeflogen. Geil! Bei dem Aufstieg aufs Dach, diese Leiter hoch, ist meine elektronische Öllampe, sage ich jetzt einfach mal, vom Rucksack abgefallen, runtergekracht, fast noch auf Dans Schädel drauf. Geil, geil. Also der Tag ist schon wieder komplett fail. Ist einfach wirklich ein Abenteuer. Es ist jedes Mal wieder ein Abenteuer, egal was passiert. Der Dan, der ist auch dabei. War ich nicht eben noch Dave? Dave. Der gierige Dave. So Leute, da ist unser Special Guest. Hi. Vielleicht habt ihr sie schon mal bei Leon im Video gesehen. Der Daniel ist natürlich auch noch da mit seiner Monsterkamera hier. Ja, wie kommt es, dass du noch nie hier warst, obwohl du hier um die Ecke wohnst? Ja, mir war das immer zu heiß. Also muss ich sagen hier, weil hier noch so andere Firmen noch mit drauf sind, aber ja. Nee, ja, so krass gereizt hat es mich jetzt auch nicht. Nee, ist ja auch unspannend halt irgendwie. Ne? Bürogebäude, ja. Aber jetzt gehen wir in den Keller, in den Luftschutzbunker und das ist glaube ich auch so das Spannendste hier an diesem Gebäude. Und man sieht hier schon diese riesigen Luftschutztüren, ne? Richtig schwere Dinger. Der Fahrstuhl steht hier. Ein Otis-Aufzug. Steht da irgendein Datum? 1970 steht da. Also es scheint so, als wenn hier während dieses Bürogebäude noch in Betrieb war, die ganzen Akten irgendwie einfach gelagert wurden und alle hier komplett zurückgelassen wurden. Und ihr seht es auch hier wirklich
Die ganze Decke, die ganzen Wände, es ist alles schwarz. Ja, jetzt ordentlich gekokelt. Alles voller Akten einfach nur. Lohnkonto. Da wird alles über den Mitarbeiter geführt. Die Gehälter und alles. Überstunden, Lohnzuschläge. Ja, alles. 1965. 1965, ey. Ja, hier haben wir noch mehr so Lohnkontenkarten. 1961 sogar. Krass. Das war hier wahrscheinlich alles einfach mal Archiv. Aber teilweise sieht es auch echt schon fast nach Büro aus, ne? Guckt euch mal diese Mengen hier an Akten an, was hier unten noch alles rumliegt. Wir haben Kimi jetzt wieder verabschiedet und zum Auto gebracht. Und jetzt werden wir auch gleich uns was zu essen zubereiten und dann in unsere Schlafsäcke krabbeln. Und es knallen die ganze Zeit hier die Türen vom Wind. Ich weiß jetzt schon, ich werde heute Nacht ein paar Mal schreckhaft aufwachen. Scheiße. Es hat gerade ein Auto vorm Gebäude angehalten. Und wir dachten erst Polizei. Aber es sind auf jeden Fall andere Urbexer. Die werden jetzt gleich hier reinkommen. Ich würde sagen, wir verhalten uns einfach ruhig und warten einfach mal ab, ob sie uns entdecken werden. Wir beobachten das jetzt erstmal weiter. Jetzt ist auf jeden Fall wer im Gebäude drin. Man sieht die ganze Zeit Taschenlampen im Treppenhaus. Guten Tag. Ich helfe. Ich grüße euch. Guten Tag. Ja, wir können uns helfen. Der Schock war groß, als plötzlich zwei Polizisten vor uns standen. Doch entgegen unserer Erwartung waren sie nicht wegen uns hier, sondern auf der Suche nach zwei vermissten Personen. Da die zwei Beamten nicht wegen uns hier sind, geben sie einen Funkspruch durch. Wir haben alle das hier suchen. Ich glaube, anschließend bekommen wir noch eine äußerst freundliche Ansage. Relativ viel Sicherheitsdienst kommt. Mir ist es heute egal, ob Sie hier sind oder nicht. Ja. Aber wenn der Sicherheitsdienst kommt, müssen Sie rauschecken, kriegen Sie vielleicht eine Strafe. Dann werden Sie auch nicht für den Zug, weil das sind brauche ich nicht sagen. Ja. Aber das wichtigere Sachen gibt heute. Danke euch. Ciao. Wir dachten, jetzt kommen irgendwelche anderen Urbexer hier rein. Wir haben nur das Licht hier vorne durch den Türspalt gesehen. Auf einmal macht jemand die Tür auf. Und auf einmal sehe ich, das ist einfach ein Polizist in kompletter Montur. Die suchen irgendwie irgendwelche zwei. Die meinten, ja, die haben Wichtigeres zu tun. Wir sollen uns einen schönen Abend machen und eine schöne Geschichte draus machen. Wenn ihr das hier seht, ihr beiden, liebe Grüße gehen raus. Immer dasselbe. Man könnte langsam denken, ich skripte das irgendwie. Aber nein, ich sag auch immer, alles kommt, wie es kommen soll. Ne? Bei mir kommt es immer genau so, dass guter Content bei rauskommt. Das waren auf jeden Fall die beiden coolsten Polizeibeamten, die ich je getroffen habe. Und jetzt machen wir uns erstmal was zu essen. Was immer dabei ist, das gute Wolfgangs Gentle Curved mit dem Code TACO10 10% sparen. Gönnt euch, wird erstmal fressi gemacht hier. Mampfi Mampfi, oder nicht? So Leute, wir waren jetzt nochmal auf dem Dach. Daniel hat mit seiner Kamera ein paar geile Fotos gemacht mit Langzeitbelichtung. Seht ihr dann bei ihm im Video. Schaut auf jeden Fall bei Daniel auf dem Kanal vorbei. Und jetzt wird geschlafen, Leute. Es kracht hier die ganze Zeit im Haus. Irgendwelche Türen knallen zu. Es ist komplett insane. Ich fang schon so an zu reden wie Daniel. Insane. Aber jetzt wird geschlafen. Gute Nacht für euch. Bis gleich.
Guten Morgen, Leute. Diese Türen, die ganze Zeit auf und zu fliegen und übelst knallen. Also, davon bin ich irgendwie gar nicht wach geworden. Ich glaube, ich bin mittlerweile abgehärtet. Sonst war es sehr entspannt. Aber jetzt wird erstmal zusammengepackt hier, der ganze Müll eingepackt. Rucksäcke sind im Auto und wir haben gestern noch mitbekommen, dass dieses Gebäude hier hinter wohl auch ja, lost sein soll, beziehungsweise dass man da reinkommt. Boah, das ist ja auch riesig. Krass. Ja, das Ganze hier war wohl mal ein Möbelhaus. Aber alles nur leere Räume hier. Aber es ist doch alles komplett leer. Ich denke mal, das sieht alles gleich aus hier, ne? Krass. Scheint mal irgendwie eine Sauna gewesen zu sein. Und hier ist nochmal so ein Kältebecken. Was sowas hier in einem Möbelhaus zu suchen hat, kann ich mir auch nicht erklären. Ja, Leute, das war's hier von unserem Overnight. Was gestern noch davor passiert ist auf dem Bunkergelände, das seht ihr im Bereich der Kanalmitgliedschaft. Könnt ihr gerne mal unten in der Videobeschreibung auschecken. Schaut auch beim Dan vorbei, da ist er. Und wir ziehen jetzt weiter zum nächsten Ort. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Meine Isomatte. Ja, Mann. Geil, geil.